Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafustime und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei World of Tanks. Ja, mir ist gerade was Blödes passiert. Ihr seht, sorry, der Zweierbonus ist schon weg. Ich habe gerade schon die Aufnahme gestartet, Spiel abgestürzt, Fraps abgestürzt, alles im Arsch, kam nicht mehr rein, dass ich da irgendwie nochmal in das Spiel oder sonst irgendwie reinkam. Ja, keine Ahnung, muss jetzt irgendwie warten, bis das Spiel raus ist und habe jetzt leider da die Meldung bekommen, dass wir gewonnen haben. Ja, ihr seht, kaum was gemacht, 414 Erfahrung, da war das Problem, ich konnte nichts machen, deshalb stehe ich auch irgendwie da unten. Ich konnte einen Schuss, glaube ich, irgendwie vorher abgeben, genau, einen. Aha, wie sagst du, 3 Treffer habe ich erhalten. Ja, ich bin irgendwo hingefahren, habe einen gesehen, habe geschossen, habe den leider nicht erwischt. Standbild, Spiel abgestürzt, Fraps war weg. Super. Naja, gut. Zweierbonus hätte sie im Arsch, aber was soll's. Was ich vorhin gesagt in meiner anderen Aufnahme, Funkgerät werden wir nicht erforschen, sondern wir gehen hier dann gleich auf die Stuk 3. Also sammeln wir mal diese 12.000 Erfahrung zusammen. Ja, und ja. HE-Munition auch schon gekauft. Hab jetzt gewechselt, also hier nur 3. Also ein paar Stück Klassik von der. Und dann würde ich sagen, ohne jetzt wieder rumzuquatschen, sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Und ich hoffe, dass ich jetzt da nicht irgendwie wieder einen Absturz oder was habe. Also, bis gleich. Und hier bin ich auch schon wieder. So, im Spiel sind wir schon mal angekommen. Ich hoffe, ich bleibe jetzt auch drinnen. Keine Ahnung, was da war vorhin. Aber das sehen wir eh gleich. Nach dem einen Schuss dann wieder weg ist. So, jetzt starten wir hier mal auf der anderen Seite. Schauen wir mal, ob wir da irgendwann einen höher gelegenen Punkt finden, wo wir uns ein bisschen hinstellen können und vielleicht irgendwie unbemerkt ein bisschen schießen. Da fährt sich schon die Stuk 3. So, die Brücke will ich nicht. Obwohl hier stehen ist auch kacke. So, da drüben habe ich gerade einen Baum umfallen sehen. Da hinten wurde einer aufgeklärt. Moment. Stehen da hinterm Stein. Oh, 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 oh. Ach, der steht da so blöd. Vorsicht, weg hier. Ich bekomme die beide nicht rein. Fahr noch ein bisschen vor, fahr noch ein bisschen vor. Irgendwie muss es ja möglich sein, dass ich den da eins drüber ziehen kann. Ja, fahr noch mal darauf. Yeah, Baby. 331. Ach, verdammter Mist. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der eine sehr lange Nachladezeit hat. Schnell, eine Sekunde noch. Ach, 6er sind wir da jetzt noch gut. So, fahren wir einfach da runter. Einen geilen Schuss haben wir ja schon mal mit 331 gehabt.
den nicht gescheit rein. Sieht doch sehr weit weg. Na, ich schieß da mal einen weit daneben. Aber der da drüben hat jetzt alle ausgeschaltet. Sollte ich aufpassen, dass er mich nicht zuerst sieht. Das muss wehtun. Nur die Kette erwischt. Wir haben sie böse erwischt. Ah. Das war alles geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Nur 36 Schaden gemacht. Ich könnte hier in der Nähe bleiben, dass die Atalante ihn sehen kann. Die kommt da wahrscheinlich nicht wirklich ran. Der ging nicht durch. Ach, ich komme doch nicht richtig durch. Okay, Atari hat ihn erwischt. Fuck. Das war's für uns. Ach, ich wusste, jetzt ballert mich der hier ab. Verdammt. Hätte ich eventuell probieren können, auf die andere Munition zu wechseln. Oh, ja, zwei Treffer nur gemacht. Der zweite mit 36 Schaden ist halt, naja. Ja, Sprengmunition macht immerhin einen Schaden, wenn sie nicht wirklich durchkommt, aber naja, es ist dann halt wirklich sehr gering. Das ist halt dann so das Problem. Ja, mit dem Positionieren ist halt auch immer so, so ungeschickt mit dem Jagdpanzer irgendwie. Ich merke, das ist nicht so recht mein Gefährt. Das, ich weiß nicht, da. Mal klar, er dreht sich schnell und alles, aber. Irgendwie liegt mir der nicht so richtig. Nächste Hetzer. Ist hin. Ja, ob du da Chance hast, der ist ein Fünfer, du bist ein Dreier. Tja. Wahrscheinlich wird das ein Lose werden. Ich würde gerne auf den D40 da unten. D40, sagte ich. Ja, genau. Also jetzt der D34. Wow! Knapp am Arsch vorbei. Vorsicht, der da. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Dann sehe ich immer noch. Jap, ich glaube, das verlieren wir. Da hinten hin, K1. So. Da sieht man nicht viel, der müsste ein bisschen vorfahren. Macht beim Crusader. Hier. Und da noch ein bisschen Action sehen. Hauptgeschütz zerstört. Wir können nicht mehr schießen. Ja, dann bleib lieber hinten, wenn du nicht schießen kannst. Das ist ein bisschen schlecht.
Ah, die ESU 85B hat 4 Abschüsse gemacht. Nicht schlecht. Der hat aber einen geilen Turm. Der Crusader. Wenn da vorne jetzt auch noch so abgeschreckt wäre. Hm, 10-10. Ist noch alles offen. Jetzt schaut, dass ihr noch schnell die Artillerie findet. Ah, die drin ist Action. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. So macht er nichts. Die Kette ist eh noch dran. Ja, entweder ist er offline oder AFK gegangen. Schade, schade. Jetzt ballert er die Artillerie zusammen. Ja, erwischt hätte dann, aber leider nicht ganz zerstört. Ey, gleich ist sie hin. Ey. Auf jeder Seite noch 4, wir haben nur mehr 3. Los, SU. Schnapp ihn dir. No? Gibt's ja nicht. Abralla. Ey, gleich bist du hin. Sehr schön. Könnten Sieg werden. Leider habe ich wieder überhaupt nichts dazu beigetragen. So, Moment ist die Arte 2. Ja, ich weiß nicht. Seit ein, zwei Wochen stelle ich mich so extrem dämlich an. Keine Ahnung, was da los ist. Echt schlimm derzeit. Wow. 281, nicht schlecht. Jetzt ist er hin. Naja, gewonnen, aber leider aus meiner Sicht aus war es ein beschissenes Gefecht. Kette und Motor zerstört. Mit dem einen geilen Schuss. Ja, da nur 36 Schaden gemacht. Und einmal die Kette kaputt. Was? Oh. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Unverdient. Normal müsste ich da unten stehen. Ja, 7 Schuss abgegeben, 4 Treffer. 8,50 haben wir erhalten. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, ich bin sehr unzufrieden mit dieser Leistung. Naja. Gut, gewonnen ist gewonnen. So. Macht man das jetzt mit dem? Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier bin ich auch wieder. Ein 6er Gefecht mit 2x6er Artillerie. Aha, auf unserer Seite. Auf geht's! Die haben gleich 3 Artillerie. Eine 6er, eine 5er, eine 4er. Oh, wow, 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 wow. Ja, da kann man schnell verlieren. Schauen wir mal, wenn ich versuche da irgendwie hinter die feindlichen Linien zu kommen und da vielleicht gleich mal eine Artillerie abzuballern oder auch 2. Mal schauen, ob man das gelenkt. So wie es er hier macht. Der Mr. Cromwell. Folgen wir ihm einfach und geben uns gegenseitig Deckung. Meistens steht eh da hinten auf diesem Berg da oben.
Ach komm, fick dich doch! Meine Güte, oh. Keine Ahnung, habe ich das Spiel verlernt oder was? Ich habe schon so einen geilen Lauf gehabt, da habe ich da tagelang hintereinander nur geile Gefechte gehabt. Und das, was ich da in den letzten 2 Wochen zusammenspiele, das ist einfach nur erbärmlich. Immer der Erste, der hin ist, null Schaden, keine Abschüsse mehr, das ist, boah. Keine Ahnung. Haben die anderen alle so extrem viel Skill dazu bekommen und ich habe mein bisschen Skill, den ich hatte, total verloren, oder? Keine Ahnung, was da los ist. Eieieiei, ach, ärgert mich das immer. Da müssen ein geiles Let's Play anbieten und dann kommt leider immer noch so ein Scheiß dabei raus. Ach, ich verstehe es echt nicht. Ich glaube, ich muss wirklich wieder anfangen, dass ich davor irgendwie so eine Stunde da so spiele, dass ich da vielleicht irgendwie reinkomme und dann erst aufnehme. Also da einfach so aufnehmen, das weiß ich nicht. Da kommt auch nicht wirklich was dabei raus. Das ist halt immer auch der Vorführeffekt beim Aufnehmen. Wenn ich dann einfach oft nur so spiele, da rauche ich immer und da denke ich mir immer, ach, wieso läuft da Fraps nicht mit? Wieso wird das nicht aufgezeichnet? Ich glaube, ich muss jetzt wirklich anfangen, alles aufzunehmen. Ärgert mich echt selber. Ja, das gewinnen wir jetzt auch noch. Na, super. Ne, ich glaube, ich muss wirklich anfangen. Wenn ich einfach so spiele, zack, Fraps einschalten, dann muss ich natürlich mich schon vorher entschuldigen. Dann kann es sein, dass ich da nicht wirklich viel dann dazu rede, weil wenn ich dann wirklich so 1-2 Stunden einfach so drauf losspiele, dass ich da vielleicht irgendwie ein bisschen ruhiger bleibe. Gut, dann geht's halt eher ums Gameplay. Ach ja, dann würde ich halt nicht nur die Deutschen hochladen, sondern halt das, was ich da halt auch hauptsächlich spiele, die Russen. Und dann spiele ich auch immer wieder zwischendurch mit meiner Artillerie, mit der französischen, dass ich dort auch mal ein bisschen weiterkomme bei der Artillerie. Weil mit denen habe ich bis jetzt am wenigsten noch gespielt. Ach, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Tipps oder was für mich, wie ich das am besten machen soll. Vielleicht wirklich da zuerst ein paar Aufwärmrunden und dann erst aufnehmen. Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ja klar, gewinnen wir sowas. Ach, na, ärgert mich einfach. Null Schaden. Null Abschüsse. Als erstes tot. Ach Gott. Nee. Ehrlich gesagt würde es mich dann auch nicht wundern, wenn dann das eigentlich auch keiner mehr anschauen mag. Nee, ich musste echt schauen, dass ich da irgendwie was ändere. Also wirklich, wenn ihr da irgendwelche Tipps oder Vorschläge oder sonst irgendwas habt, einfach in die Kommentare damit. Ja, ich habe auch schon überlegt, irgendwie Gäste einzuladen, dass ich da mit denen da so ein bisschen Zug spiele. Das Problem ist, ich habe keinen eigenen DS-Server. Jetzt extra einen dafür mieten, für das, dass ich dann alle paar Tage mal aufnehme, ja, will ich dann auch nicht. Das ist... Ja, und gewonnen. Ja, weil ich will da nicht irgendwie einen DS-Server zahlen und dann bin ich da alle paar Tage mal drauf und... Oh Mann, nee, ärgert mich selber, dass ich das so beschissen abschneide. Ja, verdient, normal müsste ich da letzter sein. Ja, 2 Schuss hin war ich. Ja, wie gesagt, also, wenn ihr da irgendwie einen kleinen Vorschlag oder sonst irgendwie was habt für mich, sagt's mir einfach. Versuche ich das umzusetzen. Zugfahren, weil ich habe auch schon ein paar YouTuber angeschrieben, die es auch spielen.
ja, leider kommt gar nichts zurück. Oder sie haben schon wen, mit dem sie immer regelmäßig Zug spielen. Schwierig, 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 schwierig. Ja, gut, lasst was dabei. Ja, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und ich versuche mich wirklich zu bessern. Schreibt mir halt wirklich auch Kommentare, wenn ihr Tipps habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hoffentlich dann mit besserer Leistung. Und ja, ich werde es jetzt wirklich so machen. Wenn ich so spiele, einfach immer Fraps laufen lassen und ja. Schau mal. Na gut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Grafos.